Da sind wir wieder mit einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Willkommen dazu und willkommen, Andreas Deutsch. Hallo. Hallo, Marco. Amazon, damit wollen wir in die Sendung starten. Ich habe gerade gelesen, Amazon Music läuft anscheinend immer besser. 55 Millionen Nutzer hat man da schon, aber zum Vergleich, Spotify hat 113 Zahlende, 250 glaube ich insgesamt. Da ist man noch ein bisschen hinten dran, aber gut, Spotify hat auch nur diesen Musikstreaming und Amazon hat so viel mehr. Wir sprechen sie immer wieder richtig, an genau. Und trotzdem läuft das anscheinend ja auch gut. Die Aktie, ja, nach dem Ausbruch, sie ist ausgebrochen, aber jetzt scheint sie schon wieder eine neue Seitwärtstrend ausbilden zu wollen. Ja, völlig richtig, aber wir haben hier, wenn man das jetzt mal, ich schaue, dass ich es relativ akkurat hinbekomme, wir haben hier diesen Abwärtstrend, das ist eigentlich ganz okay. Und das sieht danach aus, dass die Aktie hier in dem Abwärtstrend knabbert. 200-Tage-Linie ist ja schon genommen worden, wir haben es ja schon oft angesprochen. Woche der Wahrheit ist nächste Woche, 30. Januar, kommen die Zahlen für das vierte Quartal. Wir haben gestern eine Studie gehabt von Barclays, der Analyst hat das Kursziel draufgesetzt auf 2020, weil er darauf spekuliert, dass Q1 jetzt für dieses Jahr die Wende bringt bei Amazon. Und er ist auch deswegen sehr optimistisch für das Unternehmen. Naja, das ist halt so diese Sache bei Amazon, du hast es ja auch gesagt, viele Sachen laufen sehr gut. Q3 war halt diese Enttäuschung über das Cloud-Geschäft, aber nach wie vor ist das Unternehmen sehr breit positioniert, sehr gut positioniert und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Zahlen oder der Ausblick auf das Jahr 2020 gut werden, weil viele, dieses viele Hebel umgelegt hat, zum Beispiel diese schnelle Lieferung, die ja das Weihnachtsgeschäft befeuert hat, das war ja hier dieser brachiale Ausbruch dann über die 200-Tage-Linie. Und das ist halt alles, was Leute in den Prime-Dienst reinholen soll und reinholt. Und da bin ich auch sicher, dass solche Gimmicks dann wie Amazon Music, wie Prime Video, ganzen Serien, was man alles bekommt, dass es einfach dann ein Zucker ist, um die Leute dann reinzuholen. Und naja, Prime-Kunden sind sehr treue Kunden. Prime-Kunden bestellen einfach mehr, viel mehr, teilweise dreimal so viel wie normale Kunden. Und das wird auch hier die E-Commerce-Umsätze bei Amazon befeuern in dem Jahr. Und jeder Lebensbereich wird dann fast schon von Amazon tatsächlich abgedeckt. Das ist ja so diese Vision von Bezos, dass man nur noch Amazon braucht, B2B, B2C. Und naja, schauen wir mal, was daraus wird. Also die Chancen sind auf jeden Fall da. Bei Disney, da wird man hauptsächlich unterhalten, aber das ist ja auch schon mal genug. Ja. Wir machen gut Gewinne damit. Disney Plus startet jetzt auch bald im Rest der Welt. Es ist ja schon in 5 Ländern gestartet im letzten Jahr. Offensichtlich hat man damit auch schon Netflix Konkurrenz gemacht. In Amerika sind die Abozahlen von Netflix nicht mehr ganz so gut gewesen oder das Wachstum war nicht mehr so gut. Schwächer als erwartet, genau. Wenn jetzt in diesem Quartal, gut, das ist Ende März, also das Quartal ist dann fast vorbei, aber wenn das jetzt auch in Europa startet, vielleicht nimmt man dann damit auch Netflix wieder Kunden weg. Definitiv. Also schlecht für Netflix, aber natürlich gut für Disney, wenn es kommen sollte. Ja. Jetzt hat man das ja so gestern kommuniziert, dass die Technik, dass man mit der Technik schon so weit ist, dass man Disney Plus in Deutschland eine Woche früher starten kann. Also wir sind ja oft Verzögerungen gewöhnt bei irgendwelchen Großprojekten, Berliner Flughafen und etc. Und naja, also man kann am 24. März dann schon in Deutschland starten. Der Start war magisch. Es gibt einen Analysten, der das gesagt hat, den kann man einfach nur magisch nennen. 35 Millionen Abonnenten jetzt und man muss ja sehen, dass, wie du schon gesagt hast, dass es erst in 5 Ländern gestartet ist, die App. Und noch gar nicht so lange am Start ist und deswegen ist es wirklich fantastisch. Disney bringt am 4. Dezember die Zahlen. Am 4. Februar die Zahlen für das Q1, weil man ein gebrochenes Geschäftsjahr. Und da gab es jetzt auch wieder Analystenstimmen, dass die sehr gut werden. Nicht nur wegen der App, sondern auch wegen der Themenparks. Gut, das Kinogeschäft haben wir ja auch drüber gesprochen. Das war einfach sensationell im letzten Jahr. Man hat ja hier diesen Fabelrekord aufgestellt, über 13 Milliarden eingespielt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass hier im Moment diese Konsolidierungsphase, die ja auch nicht so ungewöhnlich ist, nach so einem brachialen Ausbruch dann auch hier nur eine Frage der Zeit dann wird. Machen wir weiter mit McDonald's, die wir auch schon öfter behandelt hatten, haben viel für ihr Image tun. Ja. Also weniger Plastik, mehr vegane Produkte. Ich weiß gar nicht, ob andere Fastfood-Ketten auch so, die jetzt vielleicht nicht börsennotiert sind, wo man es nicht so ständig mitbekommt, wir zumindest, ob die auch so viel für ihr Image tun. Aber McDonald's geht zumindest mit einem sehr guten Beispiel voran und das Das wird wahrscheinlich nicht der Hauptantreiber für die Aktie sein, aber das Image ist ja wichtig. Das Image ist wichtig. Die Kunden müssen halt auch in Zukunft in die Läden geholt werden. Und na klar, der Kunde von heute, der achtet natürlich sehr auf seinen CO2-Fußabdruck. Und McDonald's kann es sich dann einfach nicht mehr leisten, zu sagen, nee, wir machen ja trotzdem immer weiter. Und wie du schon richtig gesagt hast, also man versucht ja dann auch die
Plastikproduktion, den Plastikteil in den Bechern, bei McFlurry, bei den ganzen Shakes und sowas, deutlich zu reduzieren. Dann diese Diskussion, dass man einen großen Deal macht mit Beyond Meat, um diese Veganwelle dann zu reiten. Und naja, so holt man dann auch Leute zu McDonald's, in die McDonald's-Filialen, die vielleicht bislang nichts mit dem Fastfood-Konzern anfangen konnten. Und das sieht man, das spiegelt sich dann hier auch in der Aktie wieder. Also man hat ja hier mal so eine Enttäuschung gehabt. Dann gab es ja auch den Fall, dass der CEO dann ausgewechselt worden ist. Sehr unglückliche Umstände, dann hier eine Konsolidierungsphase von ein paar Wochen. Da gab es erste Zweifler und gesagt, vielleicht McDonald's dann auf dem Niveau schon zu teuer, KGV jenseits der 20. Naja, aber man sieht es jetzt hier auch wieder, die Aktie berappelt sich, die 200-Tage-Linie genommen, das Rekordhoch nicht allzu weit entfernt. Ich bleibe einfach bullish, weil es einfach eine Cash-Cow ist. Solides Geschäftsmodell in jeder Marktphase, also die Filialen sind eigentlich immer voll. Und deswegen, ja, war ich hier bullish. Apropos vegane Produkte, wir sehen schon den Beyond Meat Burger. So kann man ihn, wenn man Glück hat, zumindest in Deutschland, Patty im Supermarkt so kaufen. In der Rohversion, genau. Richtig, aber es gibt ja auch diverse Fastfood-Ketten, wo immer wieder mal getestet wird, auch McDonald's, dass Beyond Meat Burger verkauft werden oder auch andere Produkte, nicht nur dieser Burger, Chicken Wings oder wie das dann das Produkt dazu heißt. Da ist ja noch viel Fantasie. Starbucks hat sich, glaube ich, jetzt auch irgendwie in die Richtung geäußert, sehr vage noch, aber das hat auch schon gleich mal wieder für Fantasie bei Beyond Meat gesorgt. Also die Aktie, wie du schon richtig sagst, es gibt halt immer wieder diese Ausreißer nach oben, wenn dann solche Spekulationen aufkommen. Und diese Spekulationen jetzt mit Starbucks, McDonald's und wie sie alle heißen, das ist halt so, es kann sich eigentlich keine große Kette mehr erlauben, kein veganes Produkt anzubieten. Und sie werden, das ist meine Meinung, sie werden namhafte Sachen anbieten müssen. Also sie können sich jetzt einfach sagen, wir haben hier ein No-Name-Produkt, schmeckt aber super. Also Beyond Meat hat es ja wirklich geschafft, in kurzer Zeit eine Marke zu kreieren. Jeder kennt sie, jeder spricht drüber. Die Meinungen gehen auseinander, aber trotzdem ist es einfach ein Brand, der da ist. Und deswegen glaube ich, dass diese Fastfood-Ketten oder Kaffeeketten dann sagen, wir müssen den Leuten was anbieten, was sie kennen. Und das ist halt die Spekulation bei Beyond Meat. Wenn solche Deals dann zustande kommen, solche großen Deals, langfristig, und man kann die Produktion bedienen, also es werden ja unfassbare Mengen gebraucht, dann wird die Aktie wahrscheinlich deutlich höher stehen. Und das ist immer wieder halt diese, wo die Aktie dann anspringt, zack, geht es dann wieder rauf, wenn es dann eine Spekulation gibt, dass man was mit zum Beispiel McDonald's dann machen könnte. Aber dann ist die Aktie natürlich auch wieder sehr volatil, beziehungsweise geht es dann nach unten. Wenn dann ein Analyst sich mal kritisch äußert, jetzt hat Jefferies angefangen, die Aktie zu covern, $130. Naja, und da ist jetzt wirklich nicht mehr so viel Luft. Und dann gab es dann gestern auch mal wieder was auf die Mütze. Also Beyond Meat, immer so diese Sache, glaubt man dran, glaubt man nicht dran, kommen die großen Deals, kommen sie nicht. Es wird sehr wahrscheinlich volatil bleiben. Und man sieht ja auch, wo Volatilität, wo Übertreiben, wo Hype dann so eine Aktie dann mal hinführen kann auf $240. Na, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Also wir sind auf jeden Fall, wir hatten sie ja jetzt zuletzt empfohlen, und es war eigentlich ein ganz gutes Timing, nachdem hier diese Bodenbildung dann abgeschlossen war. Gut, wir werden es weiter beobachten. Unterdessen blicken wir auf Visa. Da haben wir erneut ein Rekordhoch markiert. Schauen wir uns auch nur den Chart an. Ja, es spricht für sich. Genau. Ende der Rallye nicht in Sicht. Also es gibt ja jetzt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Konjunktur wie merklich schwächelt. Visa, Cashmaschine, es gibt wahrscheinlich eine Handvoll Unternehmen weltweit, die diese Margen haben wie Visa. Kaum Kosten anfallen bei Visa. Marketing baut das Unternehmen offensichtlich auch nicht mehr groß. Immer früher hat man ja Visa, die Freiheit, nehme ich mir diese große Werbekampagne dann. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also sind die Kosten von der Seite dann noch runtergefahren worden. Naja, und solange der Konsum so gut läuft und solange die Leute mit Karte bezahlen, immer mehr Leute mit Karte bezahlen, weil es gibt ja immer noch mehr Leute, die mit Bargeld bezahlen. Also sprechen wir hier von einem nicht gesättigten Markt für Visa. Trotz dieser ganzen Jahre, wo das Unternehmen schon aktiv ist, da sehe ich dann auch keine nachhaltige Schwächephase. Also es kann natürlich sein, dass nachdem die Aktie so sensationell gelaufen ist, sie hat sich ja seit 5,5 Jahren vervierfacht im Kurs, dass es dann mal einen Rücksetzer gibt. Aber das Potenzial ist nach wie vor da und deswegen bleibe ich hier auch bullish. Rücksetzer sind dann wahrscheinlich eher so gute Einstiegsgelegenheiten. Wieso auf jeden Fall? Adidas, schauen wir da noch drauf. Ja. Auch da will man mehr aus recyceltem Polyester herstellen, verwenden. Auch da geht man diesen Nachhaltigkeitsschritt oder in die Richtung. Ja, und die Aktie, die geht weiter nach oben. Genau, also Nachhaltigkeit, das Thema Innovation, Kreativität. Natürlich einen super ehrgeizigen CEO, ich habe es ja schon oft gesagt, Kaspar Rosset,
denen lässt das keine Ruhe, wenn irgendein Bereich mal nicht läuft. Und wir haben ein starkes Momentum hier bei der Aktie, nachdem hier der Ausbruch dann gefolgt ist und die Aktie und die ganze Branche dann im Moment gespielt wird. Wir können uns jetzt kurz nochmal Nike angucken, die Aktie bzw. Unternehmen dann, obwohl die Aktie gut läuft, das Unternehmen mit dem Vaporfly, den schauen wir uns dann auch mal an, so ein kleines Problem hat. Da gibt es die Diskussion, dass der Leichtathletik-Dachverband World Athletics den Schuh für Wettkämpfe dann nicht mehr zulassen wird, weil die Technik eventuell einen unfairen Vorteil den Läufern dann beschert. Und deswegen kam auch diese, wahrscheinlich deswegen, muss ja da vorsichtig sein, diese Fabelrekorde dann zustande, dass da zu viel Technik, zu viel positive Technik dann im Schuh drin ist. Das wäre natürlich schon ein empfindlicher Treffer für Nike. Es hat dann in Japan dann auch Asics zum Beispiel, auch ein bekannter Laufschuhhersteller, die Aktie wieder nach oben gespült. Diese Spekulation, dass hier der Vaporfly verschwindet, weil Asics der Schuh in Japan dann sehr beliebt war. Und aber spricht ja eigentlich für den Wert, wenn er sogar verboten wird bei sowas, dann muss er ja wirklich gut sein, ja, wenn das Komitee da entscheidet. Absolut. Aber die Frage ist halt jetzt, wie reagiert der normale Läufer dann? Also wenn jetzt kein Profiathlet mal mit dem Schuh rumläuft, dann fehlt ja dann halt dieser Identifikation damit oder dieses Influencer-mäßige. Und also warten wir mal ab. Auf jeden Fall, die Aktie hat das bis jetzt kaum tangiert. Nike auch in anderen Bereichen hochproduktiv, sehr innovativ. Aber man sollte sowas immer im Auge behalten, im Hinterkopf behalten, beobachten. Adidas hat im Moment keine Baustelle, wo es irgendwie was zu kritisieren gibt. Deswegen ist mein Favorit hier von der konservativen Seite Adidas. Wer spekulativer mag, der kann Puma, die habe ich jetzt nicht dabei, aber der Chart sieht eigentlich genauso aus wie bei Adidas. Oder Antasports aus China. Sehr interessant. Im neuen Aktionär, große Analyse dazu, zu den Sportartikeln. Mhm. Wer mag, der kann den sich ab morgen am Zeitschriftenladen kaufen und jetzt schon als E-Paper erhältlich. Genau. Da kriegt man mehr Informationen zu all den Sportartikelherstellern. Überhaupt zur Börse. Das sowieso. Dankeschön für heute, Andreas. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.